Willkommen zu einer neuen Pescado TV-Folge. Ich beginne mit den News. Am Dienstag ist ein Workshop für digitale Bildung und das für die 7. und bis 9. Klassen. Am Donnerstag ist die Vorbereitung für die Gedenkstättenfahrt Vorbereitungstage. Und am Freitag ist die Noteneintragung für P10. Der heutige kuriose Feiertag ist der Tag des Hundes in Deutschland. Und dieser Tag ist dazu da, um auf die Rolle des Hundes als Begleiter und Freund des Menschen aufmerksam zu machen. Und kein Wunder, es haben ja auch 10 Millionen Haushalte in Deutschland einen Hund. Also wenn ihr heute einen Hund habt, oder wenn ihr generell einen Hund habt eher, dann könnt ihr heute eurem Hund besonders Aufmerksamkeit schenken, wie zum Beispiel mit einem extra Spaziergang oder einem Leckerli. Da am Dienstag der Sommerbeginn ist, haben wir uns gedacht, gucken wir ein bisschen bei den 90ern und gucken, ob wir ein tolles Partylied finden. Und da ist uns sofort Wannabe von den Spice Girls ins Auge gesprungen. Und ja, euch eine schöne Zeit mit dem Lied und ja. Und für den zweiten Teil sind wir mal an Aktion Tagwerk bei 5 Leuten vorbei gegangen und haben geschaut, was sie so gemacht haben. So, also wir befinden uns jetzt schon auf dem Weg zum ersten zur ersten Person, bei der wir mal vorbeischauen, was sie so an Aktion Tagwerk macht. Und wir haben gerade gemerkt, dass sie irgendwo im Nirgendwo wohnt, beziehungsweise vielleicht sind wir auch einfach den falschen Weg gefahren. Mal sehen, ob wir es noch dahin finden. So, wir sind jetzt endlich angekommen, nach gefühlt einer Stunde, glaube ich. Und wir hoffen jetzt, dass wir am richtigen Haus stehen, weil sonst haben wir echt ein Problem. Mensch, wer kommt denn da? Neben mir stehen jetzt Simon und Victor und erzählt mir ein bisschen, was macht ihr denn an Aktion Tagwerk? Ja, also wir sind bei uns zu Hause und spalten immer hier im Hintergrund vielleicht ein bisschen Siedholz für unseren Ofen, weil wir mit einem Ofen unsere Heizung, also wir betreiben halt alles mit unserem Ofen. Wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr das jetzt machen wollt und nicht was anderes? Na, wir helfen halt einfach gern unseren Eltern und für unseren Vater ist es halt auch ganz schön anstrengend, das ganze Zeug zu machen und da ist es ganz gut, wenn man da helfen kann, weil es ist halt wirklich einiges. Ich sehe schon hier im Hintergrund, habt ihr auch richtig große Baumstämme schon so halbe zu liegen. Kriegt ihr die auch durch diese Spaltmaschine oder müsst ihr da vielleicht nochmal Vorarbeit leisten? Ja, da leisten wir ein bisschen Vorarbeit aktuell und müssen da mit der Axt und Spaltkeilen die erst vorher einmal auseinander trennen und können die dann erst hier oben raufhieven und dann spalten. Simon, sag mal, ist das sehr anstrengend? Also es sieht ja sehr anstrengend aus, aber merkt ihr das auch so? Also dass es für euch extrem anstrengend ist? Also, ich habe es bestimmt schon öfters mal gemacht. Mit der Axt, wenn man das dann halt erstmal versucht, da einen Riss reinzukriegen, ist das schon auf Dauer sehr anstrengend. Und wenn man es dann erstmal hat, geht's eigentlich. Sehr schön. Dann danke euch. Macht schön weiter, ihr habt noch einiges vor euch und viel Spaß euch noch. Wir sind jetzt auf dem Weg zur nächsten Person und gucken, was die bei Aktion Tagwerk macht. Also, neben mir steht jetzt Gerda. Und Gerda, ich habe gehört, du hast ein Kuchenbasar mit Freunden gemacht. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Also, zum Beispiel, wo habt ihr das denn jetzt genau gemacht? Wir haben das auf dem Schulplatz gemacht. Cool. Von wann bis wann? Weil ich sehe, ihr seid jetzt ja schon fertig. Ja, genau. Das deutet ja darauf hin, dass ihr alles schon gut verkauft habt. Wir haben das so von 9 Uhr bis so ungefähr 11.30 Uhr gemacht. Oh, schön. Und da seid ihr wirklich auch alles losgeworden? Wir sind alles losgeworden. Es ging ganz schnell. Schön. Habt ihr euch denn da zu den Marktleuten hingestellt? Und, Wir hatten einen Platz, der wurde uns zugeteilt. Und dann sind so nach und nach immer Leute gekommen, denen wir das dann verkauft sind. Und ja. Du hast gerade gesagt, zugeteilt. Habt ihr euch denn davor beschäftigt? Also habt ihr jemanden gefragt, ob ihr es da machen könnt? Ja, oder? Also wir haben eine Freundin und die hat da so ihre Kontakte und da mussten wir zu einem Mann gehen und mussten uns anmelden gehen und der hat uns dann halt gesagt, welchen Platz wir kriegen und so. Musstet ihr auch so eine Marktplatzgebühr zahlen oder? Nee, wir mussten keine bezahlen, wir hatten nur so, wir mussten zum Beispiel einen Schirm über unseren Kuchen machen, weil wegen so Hygienerichtlinien und so. Achso, cool, dann Dankeschön. Ich habe hier viel eingenommen und ja. Neben mir steht jetzt Ellen und Ellen, du hast hier einen Stand. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen zu euren Produkten? Also ich sehe ja, ihr habt hier Ohrringe, Bilder, Schlüsselanhänger. Sind sie selbst gemacht oder? Also genau, alles ist selbst gemacht. Von den Ohrringen bis zu dem Buch, alles, das Buch ist selbst geschrieben. Und das Holz ist auch
unbearbeitet, also das ist natürlich und ja. Cool. Habt ihr so eine Art kleines Familiengeschäft sozusagen und verkauft es hier und nehmt auch letztendlich Verspenden für Corona oder? Also wir wollen eigentlich ein kleines Geschäft aufmachen. Mhm. Schön. Und eigentlich die Idee kam erstmal, als wir das erste Mal von diesem Tag hörten. Ach schön. Und wir dachten uns einfach, wenn wir das machen, dann kriegen wir vielleicht mehr Spenden dafür. Cool. Also ihr sammelt dann, nimmt ihr jetzt die ganzen Ausgaben so als Spenden oder habt ihr nochmal so extra was gespendet? Wir nehmen die ganzen Ausgaben. Cool, cool. Sehr schön. Also ich sehe, ihr habt wunderschöne Sachen, schaut auf alle Fälle mal rein. Kann man sich das vielleicht auch irgendwann anderes mal so besorgen oder so? Also wenn ihr jetzt nicht auf dem Markt steht? Also das glaube ich schon. Hm? Man müsste da nur einen Weg finden. Also man spricht sich einfach auf dem Schulhof an und dann genau. Vielleicht. Ja, also spricht sie mir an, es sind wunderschöne Sachen hier und Dankeschön. Okay, also was hast du heute eigentlich an Aktion Tagwerk gemacht und mit wem? Ich habe heute mit zwei Freundinnen von mir hier bei uns im Garten ein bisschen was gemacht. Okay, cool. Und was genau? Das kann ich euch jetzt mal zeigen, Freunde. Also, hier könnt ihr den ganzen Gestrüpp sehen, was wir alles von hier von der Straße komplett entfernt haben. Und es war eine richtige Knochenarbeit, weil das halt auch richtig fett verwurzelt war. Hier mussten wir dann auch mit dem Rasenmäher lang und so. Und dann gab es auch ein paar Hindernisse, weil der Rasenmäher dann mal nicht eingesprungen ist oder der, wo das alles gelagert wurde, dann rausgefallen ist. Und dann war alles verteilt. Aber letztendlich haben wir es geschafft. Okay, und also ich denke mal, es war sehr anstrengend. Ich glaube, ich hast ja auch eben schon gesagt, aber hat es Spaß gemacht? Nein. Nein, es hat jetzt nicht wirklich Spaß gemacht. Also klar, das sind halt so, meine Mama meinte, wenn man das hier geschafft hat, dann ist der Rest halt einfach easy. Also es war jetzt nur so, um das hier alles so optisch ein bisschen auf Vordergrund zu bringen. Und das hat jetzt nicht Spaß gemacht, aber es sind halt auch ein paar Sachen, die man mal machen muss. Ja, also nicht nochmal nächstes Mal Aktion Tagwerk das machen? Doch, vielleicht, aber nicht mehr das. Okay, gut. Neben mir sitzt jetzt Helena. Und Helena, wir sind ja hier gerade bei dem Hospizgelände und du hast ja im Hospiz dein Aktion Tagwerk verbracht. Von wann bis wann warst du denn hier oder hast gearbeitet, sag ich jetzt mal? Na, also ich war von morgens um 8 bis ungefähr jetzt hier nachmittags 14:30 da. Schön. Wie sah ungefähr so jetzt dein Tagesablauf aus? Also was hast du jetzt so genau gemacht? Also ihr müsst euch vorstellen, es ist wie so eine Art Kita, also wie so ein Erzieher. Man beschäftigt vor allem die Leute und versucht mit denen eine schöne Zeit zu verbringen. Ich habe in dem Fall denen das Frühstück bereitet und habe mit denen so Sachen gebastelt, erzählt und genau. Schön. Waren die Leute eher schon so ein bisschen verschlossen, weil sie wissen, dass sie dann sterben? Oder waren sie so voller Lebensfreude, sage ich jetzt einfach mal noch? Nein, also ich muss sagen, die Leute waren alle sehr herzlich und wirklich auch sehr glücklich. Und es gab eine Frau, die hat auch sehr viel erzählt, also es war recht normal. Schön. Und wie bist du halt überhaupt darauf gekommen, Aktion Tagwerk genau hier im Hospiz zu machen? Ja, also mein Onkel arbeitet hier, der ist hier im Pflegebereich tätig und mein Opa hat das Ganze auch mitgegründet und genau, da bin ich auch so ein bisschen darauf gekommen und mich hat das schon immer interessiert. Cool. Würdest du sagen, du würdest das hier gerne noch einmal machen, dann zum Tagwerk? Also wahrscheinlich, weil es hat mir auch sehr gefallen und ich kann es so empfehlen. Die Leute waren sehr nett. Cool. Könntest du dir das auch beruflich, sag ich jetzt mal, vorstellen, wenn sozusagen schon fast deine ganze Familie hier präsent ist? Also ich meine, dein Opa ist hier sehr präsent, hier auch auf dem Krankenhausgelände, ja. Dein Onkel jetzt hier halt auch am Arbeiten. Und könntest du dir das auch vorstellen? Ja, also ich muss sagen, ich finde den Bereich sehr interessant, aber so wirklich beruflich weiß ich noch nicht, was ich machen will. Ach so. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Okay, aber der Tag war ja wohl sehr schön, also ja, bekommt man so mit. Und ja, Dankeschön fürs Interview. Sehr gerne. Tschüss. Das war's mit dem heutigen Pascal-TV-Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.